Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Playtest, keine Ahnung, Battlefield 4. Zu dem Multiplayer kommt eine eigene Aufnahmesession. Aber wir spielen jetzt eine Stunde mit sozusagen die Kampagne von Battlefield 4 auf normal, bitte. Spannender Schwarzbildschirm. Spannender Ladebildschirm. So, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt oder welche Folge als erstes hochkommt. Jedenfalls habe ich beim Online-Spiel-Session ordentlich rumgeflucht. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und mich auszulachen. Oh Gott, das muss ich ja wieder überspielen, das Lied, sonst werde ich noch gesperrt, ne? Sonst habe ich ein Problemchen von der Drecks-GEMA, weil sie meint, sowas natürlich auch bestrafen zu müssen. Im Endeffekt kann ich ja auch eigentlich gar nichts dafür, dass so eine Scheiße jetzt in dem Spiel vorkommt. Was soll ich dagegen machen jetzt, bitteschön? Ich bin nämlich jetzt der Gelackmeierte. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll dagegen. Also ich werde es wahrscheinlich dann leise stellen. Ich muss auch das jetzt überlabern. Sonst habe ich ja keinerlei Chance. Das... Jo, Affe. Sieht aus wie ein Affe. Tja, ich hab's halt voll drauf, Digga. Naja, es sollte ein bisschen spannender werden, dachte ich mir. So, jetzt wird's immer lauter. Endlich. Was denn geplant? Was soll das? Sie gehört jetzt dir. Was zum Heck, was soll das? Damit der Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß! Nein, tu's nicht! Los, Wrecker, zerschieß das Fenster! Das ist ein Befehl! Lass die Scheiße sein, Wrecker! Rettet euch! Raus hier! Raus hier! Das ist doch Bullshit, Mann! Hörst du mich? Schieß auf das Fenster, sonst geht ihr alle drauf! Ich mach's nicht! Ich will's nicht! Ich hab nichts gemacht! Okay. 13 irgendwas zuvor. Sind alleine. Munition scheint ziemlich knapp zu sein. Und wir greifen einen Kindergarten an. Wir müssen erreichen den Unterschlupf. Gott, wo bin ich bloß hier wieder hingelandet? Was ist das denn? Wieso ploppen urplötzlich vor mir im Gesicht Fenster auf? Kannst du irgendwas mit dem scheiß Spielmenü? Ich hab kein Spielmenü. Das hier ist das echte Leben für uns Gamer. Ah, guck mal, aufmachen. Guck, guck. Guter Zug. Erkennungsmarke. Okay, was... Alter, hörst du auf damit! Guck mal, die Natur holt sich schon alles hier zurück. Hallo? Hier bin ich. Wieso konnte ich die jetzt nicht töten? Was hätten die jetzt machen sollen? Hätten noch nichts machen können. Alter! Leck mich am Arsch! So, da will ich aber noch nicht hin, ne? So, hier waren wir drinne. Von hier kommen wir. Okay. Runter! Fallen lassen! Verdammt, Tracker! Ich hätte fast nicht geschossen. Weg! Die anderen. Entspann dich, Pack! Wo zum Henker warst du? Als die Übergabe schief ging, welche Übergabe?
Es waren Russen, oder? Spec Ops, eine Sekunde sind sie da, in der nächsten wieder weg. Tief durchatmen, Mann. Hast du die Intel? Ja, hab ich. Sehr gut. Warum sage ich denn wieder nichts? Scheiße, es ist schon hell draußen. Wir müssen zum Abholpunkt. Weiß einer, wo Irish ist? Ich dachte, er wäre bei dir. Alter! Hier, Tombstone Actual, wo bist du? Tombstone Actual! Alter! Hier wird's brenzlig! Behältiger Feuerschutz für meinen Rückzug! Wir sind da! Wrecker, los jetzt, mach dich bereit! Gib dir mehr Deckung! Sicherheitseinstellung, wir geben alles! Verpiss dich doch mal! In der Kiste ist Munition! In der Kiste! Der da! Ja, whatever! Und die Zivis alle töten? Ja, darf ich auch immer mal zielen? Super, ich kann ihn abballern, ohne dass er stirbt. Ihr habt irgendwie keine Lust, irgendwas zu machen, oder? Schön den Kopf unten lassen. Der Nigger hat überlebt. Entschuldigung, der Schwarzbrot-Esser. Oder so. Oh, kein scheiß Battlelog. Lass mich durch. Fortress, hier ist Tombstone Actual. Haben das Paket geholt und in ein Wespennest gestochen. Wir geben uns zur Abholung. Verstanden, Tombstone. Der Heli kommt. Bringt das Squad in Position. Over. Da unten. Im Atrium. Angreifen. Lässt das Squad Ziele in deinem Blickfeld angreifen. Das Squad braucht nach jedem Angriff etwas Vorbereitung, bevor es erneut angreifen kann. Status angreifen, bla bla bla. Angreifen. Anscheinend sind unsere Leute ziemlich clevere Mitspieler. Weil die einen wirklich schnell getötet haben, allesamt hier. Huch. Das ist meine geschmolzene Scheiße! Ich springe runter! Ich springe hier nochmal runter! Hier geht's nicht lang! Oh, anscheinend doch. Folgt ihr mir jetzt etwa? Alle Mann okay? Was, die Umgebung ist zerstörbar? Das ist unser Fluchtweg. Nein! Fenster! Panoramablick! Hübsch! Tombstone Actual, hier ist Firebird 2-1. Wir sind unterwegs. Wanderte da, over. Schön, dich zu hören, Hawkins. Wir machen Fortschritte. Schick deine Leute aufs Dach. Lass mich nicht warten. Hast du dich umgesehen, Arsch? Das Gebäude. Ich sehe eine Gebäudehälfte. Ja,
Die beiden Schornsteine, direkt voraus. Siehst du sie? Die Schornsteine. Genau. Das ist der Abholpunkt. Okay. Hawkins sagte was von Feindbild. Nein. Ist da was? Alles frei. Sterben aber auch nicht, die Schweine. Also für richtige Anfänger hier gemacht, das Spiel hier. Leute, macht ihr auch irgendwas, oder... Naja, so spannend ist das jetzt gerade nicht wirklich. Vorsicht, ich empfange vor euch mehrere Wärmesignaturen. Hm? Ich gebe Feuerschutz. Einfach die Ziele benennen. Ziel erfasst. Ich habe keine Ahnung, was diese Justierung überhaupt bringen soll da unten. Aber bis jetzt... Okay, warte auf Ziele. Okay, gib uns die Ziele. Ich bitte euch, Leute, ich stehe direkt vor dem scheiß Gegner und er kann mich nicht treffen. Ganz ehrlich, da habe ich lieber wie bei Titanfall lieber keine Kampagne oder so eine nebensächliche Kampagne, aber wenigstens das vernünftigen Multiplayer. Aber bei Battlefield läuft ja gar nichts vernünftig. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger auf einmal. Alter. Ja, ich hab nun mal kein verficktes Ziel für dich, Pussy. Ich werde dich doch nicht verschwenden an solchen Lappen hier. Na, das kostet ja auch Geld, das Ganze. Wer muss dafür bezahlen? Baku selber. Oh ja, ich hab's kapiert. Ich kann hier toll wechseln. Schlampe, Schnauze. Die Männer, also ich, haben was zu tun. Alter. Sag mal. Bin bereit, gib mir ein Ziel. Das gibt's doch nicht, Alter.
hab bald keine Money mehr. Schnauze! Ernsthaft jetzt. So, können wir einfach weiter hier. Was? Du greifst an. Ich habe gar nicht gesagt, dass du angreifen sollst. Huch! Frau, ne! I'm on my period! Oh, ich bin tot! Halleluja! Auch da, dass jetzt gerade eine echt beschissene Position war. Aber hey, wir sind gestorben, ey! What the fuck? Das war natürlich atemberaubender Auftakt hier bis jetzt. So, den ganzen Scheiß noch einmal, auch kein Problem. Huch, wie flog der denn? Tombstone, ich muss abdrehen, sonst holen die mich mit der Panzerfaust runter. Haltet euch an den klaren Dach, geht zum Dach. Nicht verarschen. Ah, müssen wir nochmal, ne? Ranklotzen hier. So, ich muss jetzt für diesen Scheiß... Ja, okay, er ist immer noch nicht tot. Baku Gold. Mein Gott, sahst du geil aus. Wo ist denn da hin? Alter, willst du mich jetzt rollen? Weißt du, meine Scheißkameraden sitzen immer noch wahrscheinlich gemütlich im Auto. Ach ja, lass die mal ruhig ballern. Oh, ich hasse diese scheiß KI von heutzutage, ey. Weil wir Spieler zu blöd sind, ey. Weil wir nichts können. Damit wir ein Erfolgserlebnis haben, müssen wir jetzt auch die KI-Gegner halt selber alle töten. Weil das voll lustig und strategisch cool rüberkommt. Haltet euch an den klaren Dach. Geht zum Dach. Verstanden. Verstanden. Verstanden.
Ja, ich komme nicht ran. Ich weiß, was soll ich denn jetzt mit diesen scheiß Gadgets? Ich will nicht zu diesen Drecks Gadgets, Mann. Vielen Thanks und schönen Day noch, du Lacker. Scheiße, Alter. Ja, keine Ahnung, ob ich eine Stunde damit durchhalte, ey. Ach, Leute! Mann! Ich habe halt keinen Bock, so zu spielen, wie dieses Scheißspiel es mir vorgibt. Ich will an diese Position rennen. Und dann müssen mich meine Kameraden noch verteidigen. Und mal mitballern. Diese minder bemittelte Scheiße. Ja, gib mir gleich eine scheiß Panzerfaust in die Fresse. Super. Ich weiß, du kannst natürlich eine KI auch nicht übermäßig stark machen. Es ist auch frustrierend, überhaupt da vorwärts zu kommen. Aber ich sag mal, bei Halo hat's auch funktioniert. Und der Halo ist wesentlich älter als dieses Spiel hier. Halo 1 hat's geschafft. Und dann sollten die das eigentlich auch hinkriegen, ey. Ihr seid immer noch da hinten! Warum? Kommt nach vorne, ihr Schwanzlosen! Alter. Mach den Scheiß ohne mich. Vergiss es. Wir sind alle am Leben. Das erreicht sie. Sicher. Die Ecken, Jungs. Das ist der beste Weg nach oben. Das ist der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Klappe zu, Augen auf. Ja, geht's nochmal hoch jetzt? Immerhin sind sie so clever und können selber die Knöpfe drücken, ey. Ah.
ich bin nicht hinter das Fässchen gegangen, was die Spieleentwickler wollten. Deswegen musste ich jetzt auch einfach sterben. Ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich sowas jeweils wieder let's playen werde, richtig, ey. Ganz ehrlich. Es ist mir einfach echt langsam zu blöd alles. Ich will hier immer weiterleben. Wie ist denn der jetzt dahin gelaufen? Mami, ich komme! Ich komme! Nein! Oh mein Gott! Wie konnte das bloß jetzt passieren? Nein! Damit hat doch keiner gerechnet. Oh mein Gott, mit so einer Actionsequenz hat jetzt niemand gerechnet. Yo, Digga! Geht's dir gut, Mann? Pack, was ist mit Hawkins und dem Rest der Crew? Das hat keiner überlebt. Hol dann von dem Wrack weg! Geht nicht! Er steckt fest! Börse hoch! Ich hol so lange weg raus! Ah, mein Bein! Oma! Oma! Was willst du wieder dran? Schaffst du das, Mann? Wir holen dich hier raus! Pack, der treibst doch! Ich weiß nicht was! Anhalten! Rack, gib mir Deckung! Raus da! Sofort raus da! Wirf mal! Bitte, bitte, ich helfe Ihnen. Nein, nein, nein. Nein, Sie bitte, müssen hier verschwinden. Mann. Es ist gefährlich. Bitte, bitte. Sickles. Racker, ein Messer! Wofür ist der Taschen? Und das Bein abschneiden. Ah. Racker, komm her! Geh schon, Racker, ich bleib hier. Geh! Ein Wolf in der Falle beißt sich das Bein ab, um zu überleben. Na los! Der Knochen ist durch. Mich halten nur noch Fleisch und Uniform hier fest. Schneid es ab! Wir müssen los! Ist der tot? Nein, Mann, nur ohnmächtig. Du bist doch Saligrad, du bist es, das doch. Es waren drei Stunden. Sehr beruhigend. Entdeckung! Runter! Runter! Was haben wir haben? Der Heli kommt nochmal zurück! Weg hier! Sag mal, John, ist das okay, oder? Ich darf fahren? Oh yeah, ich möchte gern fahren. Ich darf erst einsteigen, wenn alle fertig sind. Sind alle fertig? Darf ich jetzt einsteigen? So, okay, super. Jetzt nicht mal ein Porsche sein können. So. Fortress, hier ist Tombstone. Evakuierung gescheitert. Wir müssen hier anders raus. Hört ihr mich? Tombstone, Fortress hat euch auf dem Schirm. Sekundärabholung unterwegs. Folgt der Straße 3 Kilometer nach Westen. Mach ich. Verstanden, Fortress. Sind unterwegs. Wo ist der Heli? Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Boah, es ist wie geht, wie Need for Speed hier. Schneller, Rick. Da macht's nicht mehr lange.
Vor allem, wir müssen überlegen, wir töten eigentlich auch die ganze Zeit Leute von denen, die eine Familie haben. Aber bei unseren trauern wir. Das ist irgendwie... Wuhu! Nein! Oh, ist ja gut. Ghostbuster! Action-Sequenz! Fusch! Treffer! Lenk! Bremsen! Nein! Ja, Tombstone hat die Intel geborgen. Und? Im Falle eines chinesischen Militärputsches würden die Russen Admiral Chang unterstützen. Bestätigt den Bericht unseres Informanten aus China. Dann wurde Staff Sergeant Dunn für etwas getötet, das wir bereits wissen? Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai, Captain. Und die Russen mischen sich ein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suez abriegeln mussten. Eine falsche Bewegung und es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle, Captain. Aye, aye, Sir. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Tam taram, tam taram, taram, tam tam. Fischfang in Baku. Alright. Ah, ist das herrlich. So Leute, das war das erste Level. Ich glaube, ja, es reicht für heute auch. Wir hatten alle unseren Spaß. Das ist die Kampagne zum größten Teil jedenfalls. Oder zum kleinsten Teil eher. Scheiß Kriegsrecht für 1 Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft, ist progressiv, drängte die Regierung zu Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. Jay getötet hätten. Wenn die Operation auffliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass gegen uns zu rächen. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Covey koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wrecker, Staff Sergeant Dunn hielt Sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Fallt nicht auf. Kein Platz für Fehler. Ahu. Und mit diesen Worten will ich mich dann jetzt auch, verabschieden. Nein, bitte nicht, weil es jetzt zu Ende ist. Wirklich, endgültig. Ich muss nämlich das Spiel noch wegbringen. Dem mache ich mich auch gleich zu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich, ja, schreibt immer wie immer alles in die Kommentare und sowas. Aber ihr merkt schon, also ich bin einfach nicht mehr für sowas zu haben als Let's Play. Ich weiß nicht. Jetzt schauen mal. Ansonsten hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss und ciao.